Hi, meine Arschhobbys da draußen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von League of Legends Wild Rift. Ihr wisst, ich bin kein Pro-Gamer, was League of Legends angeht. Ich lerne das Spiel immer noch durch meinen Neffen Mike, der das Spiel schon seit 8 Jahren auf dem PC spielt oder seit über 8 Jahren. Aber hier auf die mobile Variante möchte ich halt richtig einsteigen. Ich bin halt einfach auf PC, Maustastatur nicht gut genug. Und ich wollte jetzt mal ein Bild hier solo mal ausprobieren, nämlich auf der Baron Lane. Garen ist eigentlich einer, den man normalerweise eher tanky spielt, also sehr viel auf Rüstung und so weiter geht, sodass man dann halt am Ende des Games in Teamfights an der vordersten Front ist und dann halt den Schaden einsteckt und lange Schaden einstecken kann, während die anderen Charaktere, anderen Champions aus deinem Team halt dann den Angriff vornehmen können. Ich möchte jetzt aber mal ein bisschen so auf Full Damage Garen gehen. Dafür mal ein bisschen eben erklärt, wie so die Fähigkeiten sind. Garen hat zum einen eine E-Fähigkeit, man sagt mal E, das ist die passive, die allererste, Beharrlichkeit. Dann gibt es die erste, zweite, dritte Fähigkeit, also auf dem PC wäre das die Q, W und E. Ich habe gerade E gesagt, sorry, Q, W, E und R, die Ulti. Also die Q, die erste Fähigkeit, ist der entscheidende Schlag. Man bekommt 3 Sekunden lang eine erhöhte Laufgeschwindigkeit von, ich glaube, 30%. Oder? Ja, 30% Lauftempo hinzu und der nächste Angriff innerhalb dieser 3 Sekunden macht halt einen erhöhten Schaden in Höhe von 56 normalen Schaden, 30 plus 40% vom Angriffsschaden. Und die zweite Fähigkeit ist Mut, man bekommt halt etwas mehr Zähigkeit, man kann viel mehr Schaden einstecken. Für 2 Sekunden lang wird der erlittene Schaden reduziert. Und die dritte Fähigkeit Richten, das ist so, man nennt es das Beyblade. Man dreht sich die ganze Zeit als Garen und macht alle um ihn herum, teilt man Schaden aus. Und die, die am äußersten Rand sind von seinen Beyblade-Attacke, kriegen sogar noch kritischen Damage, was es auf dem PC nicht gibt, in Höhe von 125%. Und die Ulti, man stürmt auf einen Gegner zu, da springt auf einen Gegner drauf und macht wirklich einen enormen Schaden in Höhe von 150 Schaden, absolut, also True Damage. Und dann nochmal 20% des fehlenden Lebens von dem Gegner. Sagen wir mal, ihm fehlen 1000 HP-Punkte, macht man einfach mal nochmal 200 Schaden obendrauf. Und alle Champions um den Gegner herum in unmittelbarer Nähe erleiden nochmal 50% des Schadens. So, das ist also Garen. Ich habe da jetzt mal einfach ein Bild selbst mir ausgedacht, oder der hauptsächlich nur auf Angriff aus ist. Ihr seht jetzt gerade, angefangen mit dem Black Cleaver, also den schwarzen Pfeil. Dann mache ich den Blutdürster, der nochmal Angriffsschaden aufpackt, Schlund des Malmortius, der nochmal Angriffsschaden, ein bisschen Magieresistenz, falls da doch ein Magier ist, ein bisschen Tankness ist. Ja, Merkus Pracht ist dann halt das Item, was man macht. Damit wird man ein bisschen schneller, wenn man auf Gegner zuläuft, was dann für jemanden, wenn ich dann Schaden ausfallen möchte, doch sehr gut sein kann. Klinge der Unendlichkeit, nochmal Schaden, die man, ja, Angriffsschaden plus 55% und nochmal 25% kritische Trefferquote. Und hier Dämmerungsklinge, auch nochmal 50 Angriffsschaden obendrauf. Und das werde ich jetzt mal versuchen. Die neue Season hat hier übrigens begonnen. Ich bin als Gold 4 wieder eingestiegen. Ich werde versuchen, diese Season auf Platin 4 mindestens zu kommen. Wenn nicht sogar Platin 3, Platin 2, vielleicht auch Platin 1. Dafür werde ich aber hauptsächlich Duo-Rangliste spielen, zusammen mit Mike. Vielleicht auch mal Trio, falls sich jemand findet. Ich habe hier letztens im Stream Evil Dragon, der mit uns mitgespielt hat, im Livestream. Also wenn ihr da auch Bock habt und ihr spielt das Spiel, könnt ihr mir gerne eine Einladung schicken. Hier habt ihr den, mein Einladungslink, #Hashtag, ja, zeige ich euch gleich nochmal am Ende des Spiels. Oder spult mal ein klein bisschen zurück und macht den Pause und dann guckt ihr das Video weiter. So. Was habe ich gerade gesagt? Ich möchte, top, ich nehme die Baron, ich nehme die Baron Lane, ich nehme die Baron Lane, ich nehme die Baron Lane. Lass mich die Baron Lane spielen. So, als Rune habe ich da nochmal den Eroberer. Wenn man einen Gegner trifft, kriegt man nochmal einen Angriffsschaden. Erweiterung. Falls ihr mal wollt, dass ich da mal ein bisschen mehr so Wissen aneigne von Mike über den Charakter und dann darüber mal einen Guide mache, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, den ich schon sehr gut beherrsche. Da könnte ich mal einen Guide drüber machen, nämlich Wukong, sowohl Toplane als auch im Jungle könnte ich da mal einen Guide zu machen. Ansonsten Blitzcrank. Als Supporter könnte ich einen Guide zu machen, wie man Blitzcrank am besten spielt. Da habe ich ja schon ein paar Videos von gemacht. Ja, den habe ich in der Meisterschaft bisher auch am besten, ja, gespielt. Und schauen wir uns mal an, ob ich da jetzt wirklich als Full Damage Garen so richtig austeilen kann. Wer ist denn da oben? Gegen Darius.
Darius in Top Lane ist nicht einfach. Willkommen bei Wild Rift. Rückzug. Rückzug. Boah, der soll weg, Tryndamere. Rückzug. Vasallen sind erschienen. Tryndamere. Zum Schutz der Nation. Nein, ich gehe nicht Mitte. Oh, jetzt soll ich Mitte machen. Boah, ich wollte Baron Lane. Was soll ich denn jetzt Mitte? Gegen wen hätte ich denn dann Mitte? Ja, gegen Zed. Ne, Darius ist hier. Da seht ihr gerade schon die erste Fähigkeit. Man skillt zuallererst den Beyblade am besten. Oh, da bin ich schon down. Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich muss mir unbedingt noch für meinen Daumen so einen Aufsatz holen, weil ich bleibe oft mit dem Daumen wirklich kleben am Bildschirm. Weil mein Daumen ein bisschen verschwitzt ist meistens. Da. Ach verdammt, man muss natürlich am besten Last hitten können, ne? Nicht so wie ich jetzt gerade hier spiele. Aber okay. Wollen wir uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Der geht down, der geht down. Ich gehe auch down. Nee, doch nicht. Das ist meine... Ach verdammt, ich hab doch richtig. Nein! Mist, der hat's gerade gesagt, dass der Xin Zhao gerade aus dem Dschungel kommt. Lux hat es gerade mitgeteilt. Egal. Es ist kein Kill jetzt für Darius. Das ist auf jeden Fall so, dass er, obwohl er kriegt da den... Ne, hat keinen Assist dafür bekommen. Sehr gut. Da ist die Zeit schon vorher abgelaufen, dass er dafür einen Assist hätte bekommen können. Unterer Turm wird angegriffen. Hallo? Okay, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Sehr gut. Da haben wir schon mal, da haben wir jetzt gut gemacht. Da habt ihr gerade auch die Ulti gesehen. Die habe ich extra auf Darius angewendet, weil er hatte nicht mehr viel HP. Und dadurch konnte ich ihn wirklich halt, ja... Die 150 True Damage plus den extra Schaden nochmal von seinen fehlenden HP austeilen. So, dann gehe ich jetzt mal eben weg und könnte mir jetzt mein erstes Item fertig machen. Das werde ich auch machen. Während meine Lane da gerade ein bisschen auffällt. Dann haben wir schon mal den Black Cleaver fertig. Als nächstes machen wir uns die Schuhe. Die Stiefel. Gegner getötet. Und gehen dann über zum nächsten Angriffs-Item. So, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vorteil im Gegensatz zu Darius. Der 1-2 steht, wir stehen 2-2-1. So. Jetzt ein bisschen defensiv wieder sein. Upsala, nicht gut. Nicht wieder gut gelastet, das muss ich wirklich hier als Nahkämpfer noch lernen. Rückzug. So, da haben wir den Gold. Und den nächsten Kill geholt. Sehr schön. Hinterher geflasht. Und den Kill geholt. Damit haben wir jetzt so einen starken Vorteil. 4-2-1. Wie wir stehen. 4 Kills. 2-mal selbst gestorben.
So, wenn wir die dritte Fähigkeit fertig haben, diesen Beyblade, dann gehen wir natürlich auf die nächste Angriffsfähigkeit, nämlich die erste. Über. Unser Turm wird angegriffen. Wir sind die Vorhut. Rückzug. Zum Schutz der Nation. Ist Darius jetzt gerade da unten? Tatsächlich, dann gehe ich auch mal nach unten. Bin auch unterwegs. So, sehr gut. Damit haben wir dort ein bisschen aufgeräumt. Lux Kanker. Gehen wir mal eben weg hier. Oh, 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 Mist. Da hat Darius mit seiner Ulti, ist auch so eine Sprungattacke, mich einfach mal eben geultiet. Aber den holen sie. Lux mit ihrer Ulti. Oh, Dings ist auch schon mega, mega gefeedet, ist unsere Ash. Ne, doch nicht. 3-1. Okay. So, 5-3-3 stehen wir. Tiss sagt gerade, Lux soll schneller kommen. Lux hat natürlich einen Vorteil, die kann die Gegner stunnen. So. Ach, sei doch mal ruhig. Wir warden mal eben hier. Ah, schade. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Ich habe da den... Ich habe die Dings bekommen. Ich dachte auch eigentlich, Fizz kommt etwas schneller. Da tummelt sich jetzt schon nach 7 Minuten alles in der Mitte. So, ich habe jetzt auch den Blutdürster. Das zweite Item ist auch fertig. Doppelkill. Dominierend. Verbündeter getötet. Nein! Rückzug. Mann, lass mir die Dings. Ich möchte schnell meine Item-Builds fertig haben. So, ich spiele das jetzt nicht gerade perfekt hier. Aber ihr seht schon mal das Potenzial, was für ein Damage man austeilen kann. Gerade mit diesem Beyblade mitten in dem Getümmel drin. So, da kommt Malphite und Darius ist auch da. Oberer Turm wird angegriffen. Das war mein Kill. Da wollte mir Dings den ganz schnell klauen. Sehr gut. Den hole ich mir. Hinterher geflasht und den geholt. 8-4 stehen wir jetzt. Wir haben 2800 an Gold. Ja, hört doch mal locker. Ah, siehst du, ich hätte doch weggehen sollen. Aber nein, die Leute wollen da ja unbedingt noch da die Kills holen. Ich habe da zwar den Dings bekommen, den Assist.
Ja, aber wir müssen jetzt ja nicht noch unnötig stark machen, indem wir den Kills schenken. Lux! Jetzt hört man auf Lux rumzuhacken. Lux steht 718. Balkeva Verla. Keine Ahnung, was sie damit meinen. So. Der Baron ist erschienen. Ne, hier ist dann der Baron. Der gibt nochmal einen Buff. Wenn man den killt, ist natürlich aber auch um einige stark. Oh, Mist. Ich dachte, ich würde ihn direkt holen, aber... Ja, okay. Ash, die regelt gerade ein bisschen. Vielleicht nicht auch Lux jetzt. Holst du noch den Quadra? Wenn sie da jetzt noch dran kommt, ah. Schade, hätte sie beinahe den Quadra-Kill gehabt. Nicht schlecht. Er steht 7-3. Ich meine, ich bin oft gestorben, ne? Mit 6 Tode. Aber gut, ich halte auch nicht jetzt Unmengen viel los und ich gehe ja mit meinem Beyblade auch voll rein ins Getümmel und hoffe dann, dass die meine Champs eigentlich dann noch oder meine Teammates dann noch was reißen. Da kommt Zed. Sehr gut. Den nächsten Buff, den wir haben. Mehr Lauftempo und Lifesteal. Das war knapp. Zum Schutz der Nation. Gegner getötet. Gegner getötet. Ha, er wollte gerade ultien. Ich war schneller als er. Ich wusste, dass er auch ulten möchte. Ah, da war ich ein klein bisschen schneller. Gegnerischer Turm zerstört. So. Machen wir da mal eben den Ward rein. Unser Turm wird angegriffen. Und warten wir wieder auf unsere nächste Vasallenlane. Und holen den mittleren Tower. Könnte jetzt eigentlich weggehen, aber ich möchte hier noch ein bisschen Gold farmen. Oh oh. Na, Mann, warum ich auch drin bleibe? Ich sah nur Lux da und ich weiß, dass Lux stark ist. Die ist ja auch einfach mal mit 8-1, 14. Die wird MVP werden. 100 Pro. 8-1, 14. Sterbe ein bisschen zu oft meines Geschmacks nach, aber habe auch die meisten Tode im Team. Ja, okay. So. Warte ich mal hier am Tower. Nächstes Mal mache ich Infinity Edge. Fehlt mir 1400. Ah, nein! Boah, ich wollte beinahe ultien. 1400. Ich fahre mal eben ganz kurz. Ja, da gehe ich nicht hin, ey. Da gehe ich jetzt nicht hin, aber hier gehen wir lang. Da ist gerade Zed gewesen. Und Darius und Malphite. Stunnen die doch eben.
So, Infinity Edges ab. Ich gehe mal im Back. Und holen wir mal eben Infinity Edge. Nächster Item. Fehlt mir noch ein Item. Dann bin ich Full Build. So. Das Game ist noch nicht gewonnen. Es sieht zwar gerade sehr gut für uns aus, weil wir mehr Türme haben. Bei uns ist noch gar kein Turm bisher gefallen. Wow. Warum hält Sepp eigentlich gerade so viel aus, ey? Sehr gut, sehr gut. Du hast einen Gegner getötet. Nein! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber Lux, du holst ihn doch. Unterer Turm wird angegriffen. Turm verloren. Nee, ich muss weg hier. Die kommen jetzt. Die sind alle wieder ab. 2800. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Eben den Drachen holen. So, nächsten Drachen, den Höllendrachen. Ein bisschen Kohle brauche ich noch. Wie teuer ist das denn? 3000. Ich möchte jetzt nicht back, um es noch nicht voll zu haben. Ich will mein Bild voll haben. Ja. Vorwärts. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Oh, warum geht er da rein? Okay, ich hab zwar ab und Dings regelt da mit dem Quadra-Kill. Sehr geil. Eigentlich geben die jetzt auf, oder? Ich hab zwar jetzt Full, aber das braucht gar nicht Dings, weil Ash wird das jetzt alleine. Wir finish das jetzt. Ah, die haben auch aufgegeben. Wir haben gerade unser Bild fertig gebaut, aber da habt ihr gesehen, das Potenzial ist auf jeden Fall riesengroß und dann auch die Ulti, die dann enorm Damage macht. Da kriegen auf jeden Fall alle erstmal einen Thumbs up von mir und ja, 11, 8, 13, ich bin natürlich mit am meisten gestorben, aber dennoch mit 11 Kills und 13 Assists, da seht ihr auch, dass man sehr viele Assists holt, allein durch diese Beyblade-Attacke, dadurch trifft man ja schon mal jeden Gegner und wenn die danach gekillt werden, so wie jetzt gerade am Ende vielleicht der Quadra-Kill, habe ich nochmal ein paar Assists bekommen, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Habe aber so mit Ash zusammen das meiste Gold gefarmt, 18.248. Und ja, Ash hat am Ende doch noch ziemlich rasiert. Ich dachte, Lux wird MVP, aber Ash am Ende hin ziemlich am Rasieren gewesen. Das war es auf jeden Fall. Full Damage Build Garen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und schreibt mal gerne, was für ein Champion ihr mal sehen wollt. Ich habe auch mal vielleicht vor gehabt, mir so ein Rad zu machen, dass ich dann hier wirklich mit den Champions, die ich bisher besitze, Zufall auslose, welchen Champion ich spiele und dann halt auch die Lane. Und da will ich dann einfach rigoros diese Lane spielen, ist egal, was dann der Teammate sagt und dass ich dann dort einfach spiele, was dann vielleicht gar nicht passt. Keine Ahnung, Garen zum Beispiel als Jungler. Wird nicht so gut sein, aber mal gucken, was das Rad dann, ja,
auswerfen wird. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin reingehauen. Habt einen schönen Tag, euer Hashti und tschüdelidö.